Yeah, Leben Wrestling. Neue WWE-Shows ab Januar? Einem Bericht von Fightful zufolge hat WWE kürzlich das Trademark WWE Legends and Future Greats angemeldet. Außerdem sicherte sich die Company die Rechte an den Kürzel WWE LFG. Dahinter steckt wohl eine Reihe neuer geplanter Angebote. Unter anderem sollen den Fans dem Bericht zufolge ab Januar ein digitales Fanclub-Forum und diverse neue multimediale Programme angeboten werden. Außerdem sollen ab Januar vermehrt Dokumentationen über verschiedene Aspekte des Wrestlings und die Athleten selbst herauskommen. WWE 2025 zurück in Australien? Nach Elimination Chamber 2024 in Perth könnte die WWE im nächsten Jahr erneut für ein Premium-Live-Event nach Australien kommen. Wie die Sunday Times enthüllte, befinden sich die WWE und die australische Regierung momentan im Austausch über ein weiteres Großevent. Der angepeilte Zeitraum ist wohl die zweite Jahreshälfte 2025. Austragungsort soll hierbei wieder Perth sein. Genaue Details, um was für ein Event es sich handelt, sind noch nicht bekannt. Wo ist Baron Corbin? Seit seinem Wechsel von NXT zu SmackDown Mitte dieses Jahres war Baron Corbin nur noch sehr selten im WWE-TV zu sehen. Laut Dave Meltzer hat das Kreativteam derzeit keine Pläne für Corbin. Auch für seinen eigentlichen Tag-Team-Partner Apollo Crews soll es aktuell keine konkreten Pläne geben. Beide sollen über die aktuelle Situation sehr frustriert sein und erwägen, um eine Entlassung zu bitten. Triple H versteht die beiden Athleten zwar grundsätzlich, sieht aber Talent in ihnen, weshalb er ihnen wohl versprochen hat, in nächster Zeit nach kreativen Ideen zu suchen. Großer Push für Carlito? Laut WrestleVotes plant die WWE, den Judgment Day spätestens zum Jahresende 2024 vollständig aufzulösen. Das Kreativteam sieht das Stable längerfristig in einer kreativen Sackgasse. Schon in den nächsten Wochen soll daher Carlito aus der Gruppe ausgeschlossen werden und einen großen Singles-Run beginnen. Es ist gut möglich, dass er dabei sogar einen Titel gewinnt. Charlotte Flair im Main Event von WrestleMania 41? Charlotte Flair fällt momentan immer noch mit einer Knieverletzung aus. Allerdings berichtet SportsKida, dass sie bald ins WWE-TV zurückkehren wird. Dann soll sie eine große Fehde beginnen. Dieses Programm könnte dann sogar als eines der beiden Main-Event-Matches für die kommende Ausgabe von WrestleMania präsentiert werden. Gerüchten zufolge handelt es sich hierbei um ein Last-Woman-Standing-Match. Wer die Gegnerin sein könnte und ob es dabei auch um Titelgold gehen soll, ist nicht bekannt.